Manchmal, manche Sachen. Schaut, es kann sein, dass Andrew Tate aus falschen Gründen zum Islam kam. Aber guess what? Vielleicht wird er wegen den richtigen Gründen im Islam bleiben. Wie das? Ich, einer der Gründe, warum ich den Islam akzeptiert hatte, waren die wissenschaftlichen Wunder. Ich will ehrlich mit euch sein. Und jetzt wissen wir, dass diese ganzen wissenschaftlichen Wunder eigentlich kompletter Nonsens waren. Nicht komplett, aber schau mal. Allah hat mich zum Islam gebracht. Einer der Gründe war wegen der wissenschaftlichen Wunder. Und was dann? Habe ich den Islam verlassen, als dieses ganze wissenschaftliche Wunderzeug debunked wurde? Nein, ich blieb, weil ich im Glauben gewachsen bin. Und das ist, warum Allah subhanahu wa ta'ala im Koran zu den Beduinen sagt, sagt nicht, ihr habt geglaubt, aber sagt lieber, ihr habt euch unterworfen. Wahnsinn, das ist eine Aussage. Ali Dawa, einer der zurzeit bekanntesten muslimischen Apologeten, besonders auf YouTube, mit über 1 Million Abonnenten, hat hier in seinem Video über Andrew Tate ganz klipp und klar gesagt, dass die Behauptung zu den wissenschaftlichen Wunder im Koran kompletter Nonsens sind und dass sie alle debunked wurden. Und auch zudem, dass es ein schlechter Grund ist, den Islam zu akzeptieren, weil, Zitat Ali Dawa, diese kompletter Nonsens sind und debunked wurden. Es ist zum einen eine starke Aussage und zum anderen auch eine richtige Aussage. Denn wenn selbst die muslimischen Apologeten wie Ali Dawa hier das inzwischen akzeptieren, dass es tatsächlich so ist, dass diese Behauptungen kompletter Nonsens sind, dann wird da etwas dran sein. Und Christen behaupten, beziehungsweise auch Atheisten und sonstige Nicht-Muslime behaupten dasselbe schon länger. Und das aus verschiedenen Gründen. Denn die wissenschaftlichen Wunder, die sie behauptet werden im Koran, sind meistens einfach nur Interpretationen von bestimmten Texten, die aber so im Text erstens nicht drinstehen und zweitens bei weiterer genauerer Betrachtung des Textes sogar komplett etwas anderes aussagen. Und jetzt sind wir an dem Punkt angelangt, in dem zumindest im amerikanischen Bereich, beziehungsweise Ali Dawa kommt, meine ich, aus dem Vereinigten Königreich, also auf jeden Fall der englischsprachige Bereich, da ist es inzwischen schon soweit, dass selbst die muslimischen Apologeten genau das bestätigen, was wir schon die ganze Zeit sagen. Das ist auf jeden Fall eine gute Wendung und wir können nur noch darauf warten, dass das in Deutschland genauso passiert. Es ist auf jeden Fall schon eine gute Meldung, eine gute Nachricht und es ist schön, dass diese Wendung auftritt. Und du kannst jetzt in diesem Video noch anschauen, warum der Islam nicht die Wahrheit sein kann und du kannst auch diesen Kanal, wenn du nichts verpassen möchtest, in Zukunft abonnieren, damit du ähnliche solcher Videos vorgeschlagen bekommst. Kommentiere auch gerne das Video und teile es mit deinen Freunden, damit sich das Ganze auch im deutschsprachigen Raum verbreitet.